39 Teams aus Deutschland und Europa starteten am 19. September nach vorherigen Qualifikationsrennen um 20 Uhr zum 9-Stunden-Rennen in der Ralf Schumacher Karten Bowl in Bispingen. Weiteste Teamreise 1400 Kilometer aus Lettland. Weiteste Einzelanreise: Ein Teammitglied hat extra für das Rennen seinen Urlaub unterbrochen und ist 8000 Kilometer aus Texas geflogen, um an dem Rennen teilnehmen zu können. Die Strecke stellte eine besondere Herausforderung an die Teams. Outdoor, Indoor und wieder Outdoor mit insgesamt 2 Kilometer Streckenlänge. Nachts begann es noch zu regnen, sodass ständig wechselnde Situationen von den Fahrern zu meistern waren. Wir haben einen super Fight hier geliefert. Wir sind heute zum 5. Mal da mit unserem Team, haben bisher alle Rennen gewonnen, hatten riesen Spaß gemacht und ich hoffe, dass alle anderen genauso viel Spaß hatten wie wir. Ja, wir motivieren natürlich die Fahrer, wirklich wach zu bleiben. So, ansonsten natürlich ein paar Früchte essen, Wasser dazu trinken. Ja, klappt schon. Fazit, alle Gäste, die wir jetzt hatten, waren zufrieden. Wir haben ein tolles Rennen gesehen. Wir haben die weiteste Anreise aus Texas, 8000 Kilometer, ein Team aus Litauen. Alle zufrieden, ist toll gelaufen, doch einen kleinen Ausfall mit einem Kart, aber sonst absolut nichts mit 39 Teams, was will man mehr. Also wir haben eine Zeitmessung, die jetzt nur 40 bisher aufnimmt. Wir haben einen als Reserve gelassen, Bedarf ist da. Also wir hatten jetzt bei 39 Teams hatten wir 48 Anfragen insgesamt. Leider konnten wir nur 39 aufnehmen, aber okay. Also was mir bekannt ist, es gibt in Dortmund noch eine Halle, die hat etwas über 2 Kilometer. Aber so außen nach innen rein in der Länge gibt es wohl meiner Meinung nach nirgends. Nass, trocken und wieder nass, da kommt schon so manches Kart ins Rutschen. Am 20. September um 5 Uhr kurz vor Sonnenaufgang stand der Sieger fest. Genau 190 Runden hat das Siegerteam DSR TI zurückgelegt.